komme mir so vor wie damals in Uncharted 1, nur diesmal halt auf der anderen Seite, ne? Wenn wir uns jetzt hier gleich auf Nathan Drake stürzen, würde mich das nicht überraschen. Ist das ein Panzer? Persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Colonel Free im Anflug. Hört auf mich zu schießen! Nee, ist ja alles schon sehr episch inszeniert, aber bisher eigentlich noch spielerisch in den letzten 10 Minuten keine Herausforderungen mehr hier. Also es kommt noch, da bin ich mir relativ sicher. Und einfach Stimmung aufbauen. Wir sind nah dran. Habt ihr fein gemacht. Ganz toll, meine Lieben. Warum hat sie eigentlich keine Lippen? Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein! Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein, niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle als Einheit. Eigensinnig bis zum Ende. Angriff! Okay, das ist blöd. Komm mal da jetzt durch. Hier ist Commander Rook. Alle verbleibenden Einheiten. Sie sind durch das Tor. Alle Einheiten zu den Endstellen. Meine Herren, lasst den Feind nicht durch. Um jeden Preis aufhalten. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Du hältst mich ja nicht auf, mein Freund. Hier spricht Rook. Nach Abschluss des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. Ich hätte ja wohl hier irgendwen plündern können für Munition oder sowas. Das geht doch. Da, erledigt sie! Wollen wir jetzt wirklich gegen den Helikopter kämpfen? Ich will nicht gegen den Helikopter kämpfen. Dieser sentimentale Akademiker ist weg. Und bald beherrscht Trinity alles. Glaubst du, Trinity liegt was an... Die Jaxil werden in den Himmel zurückkehren. Wie du sie dir gar nicht vorstellen kannst. Ja, ich komme nicht durch, das ist eine Todeszone. Ich muss sie ausschalten. Sichtkontakt zu ihrem Rand. Feuer! Feuer! Das haben sie gesagt, ne? Ich weiß, du bist das alles leid. Kesselt sie ein! Bring es einfach hinter dich. Wir wissen beide, dass du sterben willst. So, machen wir mal zack, zack, zack. Da drüben, los, los!
Weißt du, das fand ich gemein, dass der überhaupt nicht auf meine Schüsse reagiert hat. Bis er diese Granate geworfen hat schon, ne? War das jetzt so schwer? Ja, aber hier lagen doch noch so ein paar Leichen zum Plündern, ne? Dafür habe ich nicht genug Platz. So, und weiter geht's da hinten dann. Man nimmt sich ja munitionstechnisch nicht, was man kriegen kann, ne? Gut, wenn es da nicht weitergeht, wo geht's denn dann weiter? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da kann man nicht hoch, ne? Ah. Einfach an dem Panzer vorbei, natürlich. Natürlich. Dafür haben wir den Weg ja freigekämpft, sonst hätte ich den Panzer ja nicht töten müssen. Jonah, Rogue ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Ja, machen wir mal ein Päuschen hier. Warum nicht? Es ist doch gerade so schön hier. Wir haben zwei Fähigkeiten und wir brauchen aber für alles, was es hier noch gibt, drei. Das ist ein bisschen belastend. Na gut. Hier, Täterteam! Der Hohe Rat wird überrannt! Wir brauchen... Ja, der Hohe Rat sind ja auch nur eine Gruppe von Idioten, die keine Ahnung haben, was sie da eigentlich tun. Nämlich ich glaube, da ist er noch da. Commander Rook, wir brauchen Befehle. Rook ist auch tot. Was? Und wer hat dann das Sagen? Also wenn keiner will, ich mach das gerne. Alle Einheiten! Rückzug! Was ist mit der Stellung? Es gibt keine Stellung! Alle sind tot! Wer noch kann, sollte verschwinden! La 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 la. Und jetzt haben wir Anlauf und zack. Und schwupps. Und immer weiter nach oben. Das hätte auch schief gehen können. Schädel da hinten in der Wand. Ist das unser Ziel? Ihr habt's doch geworfen. Oh, Minno. Ja gut, okay. Ich muss also rechtzeitig darüber. Ich hab's mir gedacht. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren, weil ich ja sowieso wieder ganz unten stand, ne? Gut, das gebe ich zu, das war einfach nur dumm. Ja? Das war einfach nur dumm, das war mein Fehler, alles okay.
Aber gerade nur mit diesem Wurfseil, ne? Wo das jetzt hält und wo nicht, das erscheint mir doch sehr... Ich habe genau das gleiche gemacht wie beim ersten Versuch auch. Und beim ersten Versuch sind wir abgestürzt. So. Ich vermute mal, ich muss hier hinten in die Ecke. Das Problem ist nämlich schon wieder, ich kann die Kamera nicht bewegen. Das heißt, ich muss schon ein bisschen raten, wo ich hier letztendlich dann weiterkommen soll. Lass die Sonne verdunkeln! Möge die Dunkelheit die uns bekannte Welt auslöschen! Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten! Okay, das sieht alles gerade ehrlich gesagt nicht so gut aus. Da sollten wir vielleicht eingreifen. Vernichte alle, die deine Macht und Stellung zerstören wollen. Okay, das ist jetzt ein Schleichkampf, ja? Draufschießen funktioniert nicht. Was muss ich machen? Ah, okay. Okay, geht das auf Zeit? Ich habe keine Ahnung, ob ich in irgendeiner Art und Weise auf Amaro aufpassen muss. Ich mach grad einfach. Und das hat bisher ganz gut funktioniert. Ich zähl mich auf. Ich erschaffe die Welt neu. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Ich habe diese Flügel. Was hat der Alter? Keine Ahnung, hätte ich da jetzt irgendwas machen müssen? Okay. Mein ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott.
hab dich am Leben gehalten, aber bis jetzt. So, wie oft müssen wir das mal noch machen? So, so typisch Super Mario einer guten Minute sind 3. Ein paar Schuss hätten wir ja noch. So, komm her, hier. Reiter jetzt, oder? Greif mich nur an. Kahn macht mich nur noch stärker. Okay. Da muss ich meine Waffe wechseln jetzt, ja? Und da kann ich neue Munition auch herstellen. Teleportiert sich einfach wohl. Hat er das gesehen? Hat er sich einfach wegteleportiert, der Sausack? So, jetzt aber, komm schon. Dann muss doch sein, wenn ich mal reichen. Es tut mir leid. Schütze Paditi. Bitte. Bitte, Lara. Das werde ich. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön Dad. Sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Utah. Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich werde
verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten.